Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich als erstes entschuldigen, dass wir etwas zu spät dran sind. Es ist in dem Fall kein Stromausfall gewesen und auch kein Loch im Rasen. Wir sind schlicht und einfach zu spät aus der Klinik weggekommen. Bei uns Ärzten ist das manchmal ein bisschen schwierig und wir müssen dann die klinischen Problematiken priorisieren und entschuldigen uns dafür, dass wir eben eine Viertelstunde zu spät anfangen. Sind aber jetzt beide hier, Professor Bartsch und ich. Hallo Rupert, freue mich, dass du heute auch dabei bist als Vortragender heute zur Abwechslung. Du warst ja sonst immer Co-Chair mit mir. Es ist heute das letzte Webinar dieser Serie des Forum Brustkrebs. Wir werden heute eine Zusammenfassung und einen Überblick darüber geben, was wir in den letzten 9 Monaten alles über Brustkrebs besprochen und erfahren haben. Also Sie werden sehen, ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, ein sehr breiter Bogen über alle Aspekte, die mit Brustkrebs zu tun haben, von der Therapie, von der Diagnostik, vom Leben mit Krebs, psychologische Aspekte. Professor Bartsch wird das alles, was wir hier gehört haben, heute nochmals zusammenfassen. Veranstalter der Seminarreihe ist unsere Abteilung, die klinische Abteilung für Onkologie an der MedUni Wien. Wir werden unterstützt vom Bundesministerium, von der Frau Ministerin Dr. Raab. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich einerseits dafür, dass sie uns unterstützt hat bei diesem Webinarprogramm über Brustkrebs und andererseits auch, und das ist eine Ankündigung, für das nächste Forum-Projekt, das wir im Herbst starten werden. Und da wird es um ein breiter gefasstes Thema gehen, nämlich um Krebs bei Frauen. Auch Brustkrebs, aber auch andere Krebsarten, die bei Frauen vorkommen. Heute haben wir eben Professor Bartsch als Sprecher. Es gibt kaum ausgewiesenere Brustkrebs-Spezialisten in Österreich und im europäischen Raum, ein sehr, sehr bekannter Mann, zu Recht aufgrund seiner hohen Expertise und seiner großen Erfahrung im Bereich internistische Brustkrebstherapie. Und ich freue mich eben sehr, dass Rupert Bartsch, mit dem ich auch ein sehr langer gemeinsamer Weg schon, haben wir gemeinsam hinter uns, wir haben gemeinsam Ausbildung gemacht, sowohl als Assistenzärzte, dann auch später in der Facharztausbildung, dann waren wir beide unterschiedlich im Ausland. Heute ist er Programmdirektor für Mammakarzinome an der Abteilung für internistische Onkologie im AKH Wien, an der MedUni Wien und betreut sehr, sehr viele Patientinnen und auch Patienten mit Brustkrebs. Und Rupert, ich freue mich sehr, dir heute wieder mal lauschen zu dürfen und the stage is yours. Sehr geehrter Professor Preußer, lieber Matthias, sehr vielen lieben Dank für die liebe Einleitung. Ich freue mich sehr, hier heute sein zu dürfen und ich darf jetzt in den nächsten Minuten einen Überblick geben. Du hast es schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr breiten Bogen gespannt und mir war das gar nicht bewusst, dass das tatsächlich 9 Monate waren. Dass das wirklich 9 Monate waren, in denen wir das gesamte Thema Brustkrebs versucht haben, mit Ihnen gemeinsam aufzuarbeiten. Und da auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich beteiligt haben an diesem gemeinsamen Projekt mit vielen wesentlichen Fragen. Und ich hoffe, dass es uns auch gelungen ist, gemeinsam viele dieser Fragen für Sie zufriedenstellend zu beantworten. Ich werde versuchen, jetzt das, was wir in den letzten 9 Monaten gemeinsam diskutiert haben, noch einmal zusammenzufassen. Und da waren viele ausgewiesene Expertinnen und Experten bei uns zu Gast. Und denke, es macht gar keinen Sinn und steht mir auch gar nicht zu, wenn ich jetzt versuchen würde, das in meinen Worten noch einmal zusammenzufassen, sondern ich habe versucht, Key Slides, wesentliche Punkte der Vorträge der Sprecherinnen und Sprecher herauszunehmen und auf diese Art und Weise die jeweiligen Expertinnen und Experten in ihren Gebieten nochmals zu Wort kommen zu lassen. Der folgende Vortrag enthält Bilder, die auf manche Personen verstörend wirken können. Das ist ganz klar. Es geht hier ja auch um Tumorerkrankungen. Ich möchte beginnen ganz am Anfang das Thema Screening. Frau Professor Alexandra Resch hat hier gesprochen und ich kann mich gut erinnern, dass wir zu dritt hier gestanden sind und gemeinsam diskutiert haben. Brustkrebs-Screening, lebensrettend oder unsinnig, sehr viel in der Öffentlichkeit diskutiert. Worum geht es? Besser als das kann man es nicht zusammenfassen. Es geht um die Vorverlegung des Diagnosezeitpunktes auf einen Zeitpunkt, wo die Erkrankung in einem früheren Stadium gefunden werden kann, nach der klassischen Annahme, je früher eine Tumorerkrankung identifiziert wird, desto größer sind die Heilungschancen. Wir sehen, dass durch die Früherkennung eine Reduktion des mit der Erkrankung verbundenen Leidens möglich ist. Und ja,
Das Brustkrebs-Screening senkt die Sterblichkeit im Zusammenhang mit Brustkrebs. Das ist erwiesen. Das ist eine ganz prominente Publikation, bereits 1985 im Lancet erschienen, einen dieser ganz großen Journale. Und da sieht man, dass die Senkung der Brustkrebssterblichkeit durch Screening-Programme mehr als 30% beträgt, also fast ein Drittel kann die Mortalität vermindert werden. Möglicherweise ist der Effekt heute nicht mehr ganz so groß, das muss man hier einschränkend klarerweise sagen. Ich darf das dann noch im Anschluss Ihnen noch vorstellen. Wir haben durch die zunehmend besseren systemischen Behandlungsmöglichkeiten, also medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten von Brustkrebs, natürlich ebenfalls eine Verminderung der Sterblichkeit gesehen. Und trotzdem, selbst wenn der Effekt hier nicht 31% beträgt, sondern etwa nur 25%, wenn man überlegt, wie viele Damen von Brustkrebs betroffen sind, ist das noch immer eine unglaubliche Zahl. Das heißt, das Screening ist etwas, das ganz wertvoll ist. Auf der anderen Seite, und auch das ist natürlich eine berechtigte Sorge, Mammographie, das funktioniert mit Strahlung, mit Röntgenstrahlung, und wir alle wissen natürlich, dass auch Strahlung Krebserkrankungen auslösen kann. Und die Frage, die ist natürlich berechtigt, wie groß ist denn das Risiko durch das Screening an Brustkrebs zu erkranken? Und da gibt es Daten dazu aus Deutschland, die suggerieren, dass über einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren etwa 7 von 1 Million Damen, die an Screening-Programmen teilnimmt, durch die Mammographie an Brustkrebs erkranken. Das klingt am ersten Blick viel, bedenken Sie, 7 von 1 Million, das ist trotzdem wenig. Und auf der anderen Seite, um das in Relation zu setzen, 80.000 Damen erkranken im gleichen Zeitraum an Brustkrebs. Und das zeigt, dass ganz klar das Screening, der Nutzen, das Risiko, das mit der Röntgenstrahlung verbunden ist, bei Weitem überwiegt. Also Screening rettet Leben und Screening ist etwas, das einen ganz wesentlichen Beitrag leistet. Wenn die Erkrankung diagnostiziert wurde, dann ist das ein ganz großer Schock, und da hat Frau Magistra Karin Isaac, eine klinische Psychologin von der österreichischen Krebshilfe, darüber gesprochen, Diagnose Brustkrebs. Wer hilft mir denn jetzt? Es ist vollkommen klar, dass man in diese Diagnose nicht vorbereitet hineingehen kann. Die Diagnose betrifft Frauen, genauso wie die wenigen davon betroffenen Männer, fast völlig unvorbereitet, mitten im Leben. Und die Diagnose verändert das gesamte Leben der betroffenen Menschen wie auch ihres familiären Umfeldes von einer Sekunde auf die andere. Da gibt es eine ganze Reihe von negativen Gefühlen, die damit verbunden sind. Einzelne herauszugreifen, das ist vor allem die existenzielle Angst vor dem Thema Krebs, was ja immer letztlich zu einer Todesangst führt. Selbst wenn wir heute wissen, dass glücklicherweise in den allermeisten Fällen die Brustkrebserkrankung so behandelbar ist, dass es zu keinem Rückfall kommt und dass die Menschen diese Erkrankung gut überleben. Depression, Verunsicherung, Verzweiflung, Wut, Aggression, da tut sich sehr viel an negativen Gefühlen und oft auch die Sorge vor den Mythen, die da draußen verbunden sind. Selbstbeschuldigung, Schuld anderer, da spielen sich sehr viele Dinge ab, auch im Umfeld der Menschen. Letztlich erkrankt niemand alleine, sondern eine solche Diagnose ist immer etwas, das den betroffenen Menschen genauso aber wie das gesamte familiäre Umfeld betrifft. Die österreichische Krebshilfe kann hier helfen, kompetente medizinische Beratung, auch komplementärmedizinische Beratung, psychoonkologische Begleitung und dann natürlich Tipps zu wesentlichen Aspekten im Alltag. Krebs und Beruf beispielsweise bei jüngeren Frauen, die von Brustkrebs betroffen sind, da komme ich ganz am Schluss auch noch im Modul von Frau Dr. Bergen dazu zu sprechen, und auch natürlich wesentlich Ernährungs- und Bewegungsberatung, weil eines darf man nicht vergessen, Bewegung senkt ebenfalls das Rückfallsrisiko. Also es ist nicht so sehr die zuckerarme Ernährung, dieses alte Thema, die wesentlich ist, entscheidend, das ist die Bewegung nach Brustkrebserkrankung, mit dem kann man ebenfalls beitragen, das Rückfallsrisiko zu vermindern. Psychoonkologie hilft. Stärkung der Kommunikation mit den Behandlerinnen. Da geht es letztlich darum, dass durch die psychoonkologische Begleitung es möglich ist, Dinge besser zu verbalisieren, besser lernen, die Ängste und Befürchtungen auszudrücken. Und damit kann man auch den Behandlerinnen und Behandlern ganz anders gegenübertreten. Verbesserung der Verträglichkeit von Therapien, Erleichterung im Umgang mit Schmerz, Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an therapeutischen Maßnahmen, Stichwort Empowerment. Ich komme dann gleich noch einmal darauf zu sprechen. Und sicherlich auch Verbesserung der Entspannungsfähigkeit
durch die Vermittlung von unterschiedlichen Entspannungstechniken. Schon gesagt, Empowerment, also die Fähigkeit, das Erlernen der Fähigkeit, an der Therapie teilzuhaben. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist Frau Magistra Claudia Altmann-Bosbischek. Ich und die Erkrankung hat das dritte Modul geheißen und Claudia Altmann-Bosbischek ist selbst Betroffene. Sie ist Patientin mit einer metastasierten, mit fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung. Sie ist eine der prominentesten Brustkrebsaktivistinnen Österreichs und Bloggerin. Und sie hat einen sehr schönen Überblick geboten. Vom initialen Schock der metastasierten Erkrankung hin zu einem selbstbestimmten Leben mit der Erkrankung. Also ein Leben mit der Erkrankung, nicht dominiert rein durch die Erkrankung. Was sie geschafft hat, ist vielen Menschen mit metastasierten Brustkrebs eine Stimme zu verleihen. Sie hat damit zur Enttabuisierung beigetragen und eben den betroffenen Menschen die Möglichkeit gegeben, Information zu gewinnen, um dann wiederum mit den Behandlerinnen und Behandlern in einen fairen Dialog auf Augenhöhe zu treten, um gemeinsam die optimalen Therapieentscheidungen treffen zu können. Modul 4, das war Professor Christian Singer von der Frauenklinik der Medizinischen Universität Wien, vererbter Brustkrebs, ein wichtiges und unheimlich prominentes Thema. Denken Sie an die Geschichte der Familie von Angelina Jolie. Im Verlauf des Lebens erkrankt jede achte Frau an Brustkrebs. Eierstockkrebs, das ist im Vergleich dazu deutlich seltener. Jede 70. Frau erkrankt daran. Es gibt aber Familien, in denen Brust- und Eierstockkrebs besonders häufig vorkommen. Und eine Ursache dafür kann eine Mutation in einem von zwei Genen sein. Die heißen BRCA1 und BRCA2. Und das sind Gene, die an sich für Genreparatur verantwortlich sind. Und wenn hier Ausfälle auftreten im Bereich dieser Gene, können Genschäden nicht mehr repariert werden und Zellen können entarten. Wozu führt das? Ein solcher Defekt bei BRCA1 oder BRCA2 ist mit einem ungleich höheren Risiko verbunden, im Verlauf des Lebens an einer Brust- und oder Eierstockkrebserkrankung zu erkranken. Etwa 85% aller BRCA1-Betroffenen, wenn keine prophylaktischen Maßnahmen getroffen werden, werden im Verlauf des Lebens bis zum 70. Lebensjahr an Brustkrebs erkranken. Das Brustkrebsrisiko steigt ab dem 25. Lebensjahr an, das Eierstockkrebsrisiko glücklicherweise erst ab dem 40. Das heißt, wenn man über eine prophylaktische Operation von Eierstöcken und Eileitern nachdenkt, dann hat man hier glücklicherweise Zeit, sich auch einen Kinderwunsch zu erfüllen. Wie funktioniert das? Nun, im Prinzip, wir alle haben zwei Allele, zwei Versionen jedes Gens, eines von Mutter, eines von Vater. Und bei dem hier vorliegenden autosomal dominanten Erbgang reicht es eben, wenn auf einem der beiden Allele eines dieser beiden Gene ausgefallen ist. Wenn ein Elternteil betroffen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Kind betroffen ist, 50-50. Das gilt für jedes der Kinder. Ein Kind eines Nicht-Mutationsträgers oder einer Nicht-Mutationsträgerin wird ebenfalls nicht erkranken. Auf der anderen Seite ist dann bei einem Mutationsträger und Mutationsträger die Wahrscheinlichkeit einer Weitervererbung an jedes ihrer Kinder ebenfalls 50-50. Das heißt, eine Generation kann nicht übersprungen werden, die Erkrankung muss aber auch nicht in jeder Generation letztlich ausbrechen. Es gibt klare Empfehlungen, wann eine Testung durchgeführt werden sollte. Bei speziellen familiären Risikoprofil, also Häufung von Brust- und oder Eierstockkrebs, beziehungsweise auch bei speziellen Brustkrebsformen, wie etwa dem sogenannten triple-negativen Brustkrebs, also wenn beide Hormonrezeptoren und der HER2-Rezeptor fehlen. Ich komme dann noch im Anschluss darauf zu sprechen. Da ist eine großzügige Indikation zur Testung gegeben. Tipps und Empfehlungen können Sie sich ansehen auf www.brustgenberatung.at. Das ist eine ganz spannende Website, um einfach zusätzliche Informationen zu diesem wesentlichen Thema zu erhalten. Wenn die Brustkrebserkrankung diagnostiziert ist und über 95% aller Brustkrebserkrankungen werden glücklicherweise im Frühstadium diagnostiziert, wo das Ziel die komplette Heilung ist, dann steht oft die Operation am Anfang des Weges. Und über das Thema der Brustchirurgie hat Frau Professor Ruth Exner von der Abteilung für Allgemeinchirurgie der Medizinischen Universität Wien gesprochen. Der Standard heute, das ist die brusterhaltende Operation.
sehen, dass die kosmetischen Ergebnisse üblicherweise sehr schön werden. Es wird der Tumor in der Brust entfernt, plus üblicherweise ein Wächterlymphknoten entnommen, der mittels unterschiedlicher Färbemethoden markiert werden kann. Eine Brusterhaltung kann aber durch etwa ungünstiges Brusttumorverhältnis nicht in jedem Fall möglich sein. Und dann kann es Sinn machen, speziell bei aggressiveren Brustkrebsunterformen, dass man eine systemische Therapie, also etwa eine Chemotherapie oder Chemoimmuntherapie, bereits zuvor beginnt. Das setzt aber voraus, dass wir es auch wissen, mit welcher Art Brustkrebs wir es zu tun haben. Und das führt zu einem anderen Punkt. Und das bedeutet, dass wir nie primär operieren sollten. Also wenn sich an der Mammographie ein auffälliger Befund zeigt, dann ist es nicht gut, sofort zu operieren, sondern es sollte eine Gewebsprobe, eine Biopsie erfolgen. Keine Sorge, durch diese Biopsie kommt es nicht zu einer Steigerung des Metastasierungsrisikos. Es bietet aber Ihnen und uns als Behandlerinnen und Behandler die Möglichkeit, eine optimale Therapiestrategie festzulegen. Wenn die Erkrankung nun bioptisch bestätigt ist, also Pathologin, Pathologe und dem Mikroskop die Erkrankung tatsächlich gefunden haben, dann erfolgt eine gemeinsame Besprechung in einem interdisziplinären Tumorboard, wo überlegt wird, was individuell die beste Behandlungsstrategie sein mag, eher ein Start mit einer systemischen Therapie oder der Beginn mittels Operation. Genetische Beratung, wenn indiziert, das ist ganz klar. Und wie gesagt, wenn immer es sinnvoll möglich ist, sollte die Brusterhaltung heute angestrebt werden. Die Operation der Lymphknoten, das ist etwas, das heute viel weniger ausgeprägt erfolgt als früher. Ich habe Ihnen das schon gesagt, die Wächterlymphknoten werden mit blauer Farbe oder mit einer schwach radioaktiven Substanz markiert und dann entnommen. Wenn der Wächterlymphknoten nicht betroffen ist, also hier keine Tumorzellen vorliegen, dann wird üblicherweise auf die Operation der Achsel verzichtet. In vielen Fällen kann heute aber auch schon bei einem bis zwei betroffenen Wächterlymphknoten auf die Operation der Achsel verzichtet werden, was im Endeffekt bedeutet, dass die Morbidität, dass das Leiden bedingt durch Lymphödeme des Arms, durch einen Lymphstau massiv zurückgegangen sind im Vergleich zu früher. Der zweite große Aspekt der Lokaltherapie neben der Operation, das ist die Strahlentherapie. Strahlung, das ist auch, wie schon erwähnt, etwas, das mit Angst verbunden ist. Professor Fasten aus Salzburg hat darüber gesprochen. Strahlentherapie, warum? Und die Antwort ist ganz einfach. Wir versuchen, das Lokalrezidivrisiko zu senken, also die Wahrscheinlichkeit zu vermindern, dass in der Brust ein Rückfall auftritt. Und das ist auch wichtig. Mit dieser Verminderung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls in der Brust können wir auch die Brustkrebssterblichkeit reduzieren, denn auch ein solcher Rückfall in der Brust kann ja zu einem späteren Zeitpunkt Metastasen auslösen. Wie stellen wir uns die Wirksamkeit der Strahlentherapie vor? Nun, die Strahlung, das ist ionisierende Strahlung, verursacht DNA-Schäden, die von gesunden Zellen repariert werden können. Die Tumorzellen können das nicht im gleichen Ausmaß und durch die Menge an DNA-Schäden, die hier ausgelöst werden, sterben diese Zellen ab. Welche Strahlung wird verwendet? Nun, heute üblicherweise werden sogenannte Photonen eingesetzt. Und das ist ganz interessant. Photonen sind letztlich die gleichen Teilchen wie im Sonnenlicht. Nur werden sie hier in diesen Linearbeschleunigern auf eine sehr, sehr hohe, deutlich höhere Energie als im Sonnenlicht beschleunigt. Man kann sich das aber trotzdem merken, weil aus dem ergeben sich ja letztlich auch die Nebenwirkungen. Die Strahlentherapie wirkt nur dort und verursacht auch nur dort Nebenwirkungen, wo sie hingezielt wird. In diesem Fall zur Rückfallsverhinderung nach Brustkrebs wird die Brust bestrahlt und die Hauptnebenwirkung, so wie Sie das auch von Sonnenlicht erwarten würden, ist dementsprechend eine sonnenbrandartige Reaktion, in dem Fall eine Hyperpigmentierung, eine Dunkelfärbung der Haut, ein Ödem, also eine Flüssigkeitseinlagerung in die Haut. Das kann klarerweise unangenehm sein, das kann auch über Monate bestehen und geht dann schlagartig zurück. Ziel ist es, einzelne Tumorzellen, die möglicherweise in der Brust nach Operation noch verblieben wären, abzutöten. Und das gelingt, denn wir sehen ja, dass wir dadurch die Rückfallsrate stark senken können. Wie wird diese Strahlentherapie geplant? Das ist nicht mehr so wie früher, dass einfach zwei Felder angesetzt werden klinisch, sondern heute wird ein Planungs-CT, eine Computertomographie durchgeführt und dann wird ganz genau und individuell ein Bestrahlungsplan erstellt
um einerseits das Zielgebiet klar zu definieren und andererseits die Organe, die wir schützen wollen, das Herz und auch die Lunge, optimal vor Strahlung schützen zu können. Das ist das Ergebnis, brusterhaltende Operation plus Strahlentherapie vermindert das Rückfallsrisiko um bis zu 75% und bis zu 3/4 und brusterhaltende Operation plus Strahlentherapie führt nach 15 Jahren auch zu einer Verbesserung des Gesamtüberlebens, also zu einer Senkung der brustkrebsspezifischen Sterblichkeit. Der dritte große Behandlungsansatz, das ist der Grund, warum Professor Preuß und ich mit Ihnen gesprochen haben, das ist die medikamentöse, die systemische Therapie. Wir haben also einerseits mit der Operation und andererseits mit der Strahlentherapie die lokale Behandlung und andererseits mit unseren systemisch wirksamen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten die Chance, ebenfalls das Rückfallsrisiko zu senken oder beim metastasierten Brustkrebs die Erkrankung hintanzuhalten, zu chronifizieren und dann glücklicherweise in den allermeisten Fällen über viele Jahre bei guter Lebensqualität ein Überleben zu ermöglichen. Wir haben gesehen, dass durch die neuen Therapieoptionen die Brustkrebssterblichkeit reduziert wird. Das ist etwas, das, denke ich, ganz, ganz wichtig für Sie alle ist. Und wir haben unterwegs gelernt, dass Brustkrebs nicht eine Erkrankung ist, sondern eben heterogen mit ganz unterschiedlichen biologischen Formen, die sich unterscheiden in ihrem Verhalten, also in ihrer Aggressivität und andererseits auch in ihrem Ansprechen auf Therapie. Für uns gemeinsam wichtig im klinischen Alltag sind die, wenn Sie so wollen, drei Hauptformen. Da haben wir 2/3 aller Patientinnen mit Brustkrebs, deren Tumore den Östrogenrezeptor, einen Empfängerbaustein für das klassische weibliche Geschlechtshormon aufweisen. Und diese Tumore sind in irgendeiner Form in ihrem Wachstum hormonabhängig. Da können wir ansetzen, indem wir entweder die Östrogenproduktion, also die Herstellung des Geschlechtshormons, blockieren oder den Rezeptor, den Empfängerbaustein mit unterschiedlichen Medikamenten. Und das ist die klassische Antihormontherapie oder wenn Sie so wollen, die erste zielgerichtete Therapie, die es überhaupt in der Onkologie gegeben hat. Das funktioniert sehr gut. Das ist natürlich auch mit Nebenwirkungen verbunden. Das wissen Sie und das haben wir ausführlich diskutiert. Durch den Hormonentzug kann es zum Auftreten von Hitzewallungen kommen, zu Haut- und Schleimhauttrockenheit, zu Beschwerden, typischerweise morgendlicher Steifigkeit der kleinen Fingergelenke und wir müssen klarerweise auf die Knochendichte achten. HER2-positiv, das ist ein ganz wichtiger Subtyp und galt früher als der aggressivste Subtyp des Mammakarzinoms. Etwa jede fünfte Dame hat einen HER2-positiven Brustkrebs und hier sind Wachstumsfaktorrezeptoren aus der EGFR-Familie mit dem Namen HER2 an der Zelloberfläche vorhanden. Sind auch wiederum Empfängerbausteine, die verantwortlich zeichnen für das Tumorwachstum. Hier haben wir heute eine sehr erfolgreiche Entwicklung gesehen mit passiver Immuntherapie, also mit Antikörpern, die sich an die Oberfläche dieser Zellen setzen und die Immunantwort gegen den Tumor aktivieren, wenn Sie so wollen, wie eine passive Impfung. Auch kleine Moleküle, Pulver zum Schlucken, die die Signalübertragung, also die Aktivierung des Tumorwachstums durch HER2 blockieren können und jetzt zuletzt ein ganz großer Erfolgsschub durch sogenannte Antikörper-Medikamenten-Konjugate, wenn Sie so wollen, an die Antikörper werden jetzt über einen Verbindungsmolekül Chemotherapiepartikel gehängt und der Antikörper bringt jetzt diese Chemotherapie zielgerichtet mit dem Rucksack zur Tumorzelle und dort kommt es dann direkt zur Wirkung der Chemotherapie, was besser wirksam ist und in den meisten Fällen weniger Nebenwirkungen aufweist als die klassische Chemotherapie. Die dritte Gruppe, wenn beide Hormonrezeptoren und der HER2-Rezeptor fehlt, das sind die triple-negativen Karzinome. Und auch hier zeichnet sich zuletzt eine Erfolgsgeschichte ab. Bis vor kurzem war das die Erkrankung, die wir mit der größten Sorge gesehen haben, da wir hier nur die klassische Chemotherapie zur Verfügung hatten. Nun haben wir auch Immuntherapie zur Verfügung, sowohl präoperativ als auch in der metastasierten Situation, also wenn bereits Absiedelungen in anderen Organen vorliegen. Wir haben spezielle PARP-Inhibitoren, das sind Medikamente, die den Gendefekt bei BRCA-Mutationen, Sie erinnern sich, BRCA als Grundlage des familiären Brustkrebs,
die dort ansetzen und diesen Defekt ausnutzen und dadurch zum Absterben der Tumorzelle führen. Und hier gibt es auch jetzt eine Reihe von neuen Entwicklungen mit den zuvor genannten Antikörpermedikamentenkonjugaten. Wir sind also heute in der Lage, vergleichsweise individualisiert und risikoadaptiert die Erkrankung zu behandeln, und glücklicherweise gelingt es uns damit in den meisten Fällen, einen Rückfall zu verhindern. Diese Fortschritte in der klinischen Entwicklung, die sind aber nur möglich auf der Basis klinischer Studien, und Christine Brunner von der Universitätsfrauenklinik der Medizinischen Universität Innsbruck hat dazu besprochen, klinische Studien, was bedeutet das für mich? Seit dem Thema SARS-CoV-2, Covid, kennen Sie alle diese klassischen Phasen der klinischen Entwicklung. Phase 1, das sind typischerweise kleine Studien, wo zuerst versucht wird herauszufinden, wie verträglich ist denn das Medikament, in welchen Dosierungen, typischerweise in diesem Fall nicht bei gesunden Probanden, sondern bei Menschen, bei denen wir sonst wenig weitere Behandlungsmöglichkeiten haben. Phase 2 Studien wird versucht, mehr über das Nebenwirkungsprofil und über die Wirksamkeit eines Medikaments zu lernen. Und in Phase 3 Studien erfolgt der Vergleich der neuen Substanz mit Standardtherapie. Üblicherweise wird die neue Substanz zur Standardtherapie hinzugefügt und dann mit der Standardtherapie verglichen. Bin ich ein Versuchskaninchen? Nein, das ist ganz wichtig. Wenig ist so detailliert reguliert wie der Ablauf und das Design einer klinischen Studie, vom Schreiben des Studienprotokolls über die Bewilligung der Studie durch die staatlichen Behörden, die Evaluierung durch die Ethikkommission der Zentren. Bis es diese Studie tatsächlich zum Prüfzentrum geschafft hat, ist sie durch viele, viele Hände gegangen, um sicherzustellen, dass ein Mensch, der eine Studie angeboten erhält, auch nicht gefährdet wird dadurch, sondern tatsächlich auch die Chance auf einen Vorteil hat. Wichtig natürlich bei der Aufklärung, ausführliches Gespräch in verständlicher Sprache, Erklärung auch der Risiken, des Nutzens über neue Medikamente, aber auch der Risiken eventuell des zusätzlichen Zeitaufwandes, Aushändigung einer schriftlichen Information, ausreichend Zeit für Fragen, Gespräche, auch Zweitmeinungen und natürlich erst die Teilnahme nach Unterschrift der Einverständniserklärung. Klinische Studien haben dazu geführt, dass bei vielen Tumorerkrankungen heute ein ganz gewaltiger Schub in der Therapiemöglichkeit gelungen ist. Und im Zentrum dieser Entwicklung, da steht die Immuntherapie. Also nicht jetzt die passive Immuntherapie, so wie ich Ihnen das zuvor beim HER2-positiven Brustkrebs gezeigt habe, sondern die aktive Immuntherapie, also die Aktivierung der Immunantwort gegen den Tumor. Wenige Menschen sind so berufen dazu, über dieses komplexe Thema zu sprechen, wie Frau Professor Berghoff aus unserer Abteilung, die sich ganz besonders mit individualisierter Immuntherapie auseinandergesetzt hat. Wie stellen wir uns diesen Weg prinzipiell vor? Nun, üblicherweise eine Tumorzelle unterscheidet sich von gesunden Zellen durch ihre Oberflächenstruktur, und diese Oberflächenstrukturen, die nennen wir Antigene. Im optimalen Fall werden diese Antigene als fremd erkannt, dendritische Zellen nehmen sie auf, präsentieren sie den sogenannten T-Lymphozyten, also den Abwehrzellen, die für die zelluläre Abwehr verantwortlich sind. Diese T-Lymphozyten werden aktiviert, vermehren sich, greifen den Tumor an, führen zur Zerstörung von Tumorzellen, es wird wiederum mehr Antigen freigesetzt und es entsteht also ein Zyklus der Behandlung oder der Immunreaktion gegen den Tumor selbst. Das Problem ist, und es würde keine Onkologinnen und Onkologen geben, wenn das immer so wäre, dass es eben nicht in jedem Fall so funktioniert. Und neben der Aktivierung der T-Lymphozyten können die Tumorzellen leider auch die Aktivierung der T-Lymphozyten direkt unterbinden. Und einer der ganz wesentlichen Mechanismen hier, Schlüssel- und Schlossprinzip, das ist die Interaktion zwischen zwei Molekülen, das Zusammenspiel hier, die PD-1 und PD-L1 heißen. Wir versuchen, diese Verbindung heute zu unterbrechen. Da gibt es wiederum Antikörper, die sich, meiner einfachen Vorstellung, aber ich bin kein Spezialist für Tumorimmunologie, genau da dazwischen setzen und eben verhindern soll, dass die Tumorzelle die Aktivierung der T-Lymphozyten unterbindet. Dadurch können die aktiviert werden, sich vermehren und die Tumorzelle angreifen. Wenn es uns jetzt gelungen ist, mit den unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten die Erkrankung
erfolgreich zu therapieren, dann ist es doch so, dass die meisten Menschen noch immer mit Müdigkeit konfrontiert sind, mit Erschöpfung, mit Nebenwirkungen der Therapie, Stichwort Polyneuropathie, diese Gefühlsstörungen auf den Fingern und Zehen. Das heißt, man benötigt Zeit, um den Weg zurückzufinden. Und ein Teil dieses Weges zurück, das ist die onkologische Rehabilitation. Und Dr. Marius Marco Hassler, Bad Sauerbrunn-Sombergerhof, hat hier dazu gesprochen über den Weg zurück, Rehabilitation, Leben. Ich glaube, es ist wichtig, in dem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass während der Chemotherapie klarerweise typische Beschwerden vorliegen, wie der Haarausfall. Da weiß man, ja, diese Person, die ist krank und da nimmt doch die Umgebung Rücksicht. Aber wie ist das danach? Wenn jetzt die Haare nachgewachsen sind, da gibt es vieles, was man nicht sieht. Schlafstörungen, Erschöpfung, Chemo-Brain, dieses Gefühl sozusagen, dass alles langsamer geht, Schmerzen etwa im Narbenbereich, Stimmungsschwankungen, Probleme und Nebenwirkungen der Antihormontherapie. Ja, zuletzt auch dieser Vertrauensverlust in den eigenen Körper, weil hier ist ja die Krebserkrankung hervorgegangen. Also hier gibt es ganz, ganz viel, das noch immer stört, wo man einfach nicht in den gewohnten Art und Weise funktioniert. Das ist wenig sichtbar für die Umgebung und all das sind aber Dinge, die nach der Krebserkrankung in den Vordergrund treten und wo natürlich die Rehab und die weitere Begleitung eine wesentliche Rolle spielt. Behandlungsziele der Rehab: Reduktion von innerer Unruhe und Anspannung, Linderung von Angst und Depression, Verbesserung der körperlichen Wahrnehmung, auch der sensorischen Wahrnehmung, damit Erhöhung des Wohlbefindens, Linderung von Schmerz. Und ich denke, ganz wichtig, gerade bei Menschen mit Brustkrebs, die eine taxanbasierte Chemotherapie erhalten haben, also beruhend auf diesen Spindelgiften aus Eibenblättern bzw. Eibenrinde, die Behandlung der Neuropathie. Hier kann und wird viel tun, hier wird viel getan und die Rehab ist etwas, das man unbedingt nach Abschluss der akuten Behandlungsphase auch wahrnehmen sollte. Symptome können verbessert werden. Betreuung im Sinne des Coachings, Bewegung, Ernährung, bleiben Sie aktiv und ja, Sie sind nicht alleine. Es ist möglich, eine entsprechende Infrastruktur zu generieren. Ein Spezialgebiet und eines, über das man zusätzlich reden muss, weil sehr viele andere Aspekte mit zum Tragen kommen. Dr. Bergen von unserer Abteilung hat darüber gesprochen, Brustkrebs bei jungen Frauen. Hier gibt es nämlich Dinge, die nochmals zu bedenken sind. Fertilität, also die Erhaltung der Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Kinderwunsch, wenn die Erkrankung vor abgeschlossenem Kinderwunsch aufgetreten ist. Das Wissen, dass durch Antihormontherapie, aber auch durch Chemotherapie ein künstlicher Wechsel ausgelöst werden kann, Wechselbeschwerden. Nochmals mehr der Eingriff vielleicht in das Gefühl der Attraktivität oder Unattraktivität, Sexualität. Brustkrebs in der Schwangerschaft ist selten, aber ein dramatisches Erlebnis. Wir können viele Chemotherapien glücklicherweise auch in der Schwangerschaft verabreichen, so dass es keine Katastrophe ist, aber trotzdem natürlich emotional und für alle Beteiligten nochmals eine große Herausforderung. Langzeitnebenwirkungen sind wichtig bei jungen Menschen, die nach einer Brustkrebserkrankung 50, 60 Jahre leben können. Und natürlich die Frage, wie sieht denn das mit Brustkrebstherapie und Arbeiten aus? Ein Thema, das ich herausgenommen habe hier, weil es mir so ein großes Anliegen ist, wenn ein junger Mensch an Brustkrebs erkrankt, mit 25, mit 30 Jahren, wenn ein Kinderwunsch besteht, man kann die Eierstöcke schützen durch ein künstliches Stilllegen mit sogenannten GnRH-Analoger. Das sind Spritzen, die üblicherweise alle 4 Wochen unter die Haut gespritzt werden und einen künstlichen Wechsel auslösen. Aber damit ist nicht garantiert, dass man nach einer Chemotherapie tatsächlich auch schwanger werden kann. Um diese Wahrscheinlichkeit zu steigern, empfiehlt sich die Konservierung entweder von Oozyten, also von Eizellen, oder von Ovariengewebe, das mit Knopflochtechnik entnommen werden kann. Das Problem hier, und das hatten wir diskutiert, die Konservierung, die Kryokonservierung wird heute nicht von den Sozialversicherungsträgern übernommen. Das heißt, das ist für die betroffenen Menschen auch tatsächlich eine finanzielle Belastung. Langzeitnebenwirkungen sind etwas, über das man sprechen muss. Anthracycline, das sind diese roten Chemotherapiemedikamente, dieses orangene oder rötliche Säckchen, das Sie vielleicht kennen. Diese Medikamente können einen Herzschaden auslösen. Daher ist es wichtig, die Herzfunktion davor und danach zu überprüfen. Und zunehmend gibt es einen Trend, auf Anthracycline ganz generell zu verzichten.
Antihormontherapie, der Hormonentzug, kann die Knochen brüchig machen, vielleicht bei einer jungen Dame noch kein Problem, aber wenn man dann 70 ist, steigt das Risiko für Knochenbrüche an. Und wenn man 80 ist, kann ein solcher Knochenbruch vielleicht sogar den Unterschied machen zwischen Leben zu Hause und Leben in einer Pflegeeinrichtung. Und nicht zuletzt auch die kognitive Belastung, also die Denkleistung, die vorübergehend abnehmen kann und wo es wichtig ist, entsprechend zu trainieren. Brustkrebs und Arbeiten, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Sage ich es meinem Arbeitgeber, sage ich es ihm nicht. Wie sieht es aus mit Stundenreduktionen, mit Ähnlichem? Hier gibt es ganz, ganz viel, was man kennen muss, was man lernen muss. Auch hier noch einmal schließt sich der Kreis zur österreichischen Krebshilfe, Krebs und Beruf. Bitte unbedingt alle Informationsmöglichkeiten, die es zu diesem Thema gibt, auch wahrnehmen. Das ist etwas, das ganz, ganz wichtig ist. Und gerade bei jungen Menschen mit Krebserkrankungen, nicht nur bei Brustkrebs, sondern ganz allgemein, ist die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachdisziplinen wichtig. Von Sozialarbeit über Gynäkologie, Andrologie, Beratung, Bereich Beruf, psychologische Begleitung, genetische Beratung und Ähnlichem, sodass hier ein ganzes Team, ein Netzwerk um die betroffenen Menschen bilden sollte. Hier sind noch die Referenzen, wo Sie vielleicht bei Interesse nachschauen können bei jungen betroffenen Menschen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, einen Überblick zu bieten, sozusagen mit den Worten der Sprecherinnen und Sprecher über 9 spannende Monate, durch die es mir eine Ehre war, mit Professor Preuße Sie gemeinsam zu begleiten. Und ich hoffe, dass es für Sie auch eine interessante Veranstaltung war. Dankeschön. Vielen Dank, Rupert. Super Vortrag. Ich könnte dir stundenlang zuhören, auch nach vielen Jahren der gemeinsamen Arbeit. Wirklich super, super Überblick über alle Themen, die wir besprochen haben. Eine sehr gute Zusammenfassung. Ich sehe im Chat ein paar Fragen. Interessanterweise 2 Fragen von Damen und Herren, die offensichtlich sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wissen, dass es vor kurzem einen großen Kongress gegeben hat, auf dem du auch warst, den ESCO, also der Kongress der American Society of Clinical Oncology. Das ist sozusagen eins der Highlights im onkologischen Jahr, wo immer ganz viele neue Daten präsentiert werden und neue Erkenntnisse. Und hier ist die Frage, welche neuen Erkenntnisse hat dieser Großkongress, der jetzt Anfang Juni stattgefunden hat, gebracht? Hat sich was in der Therapie verändert? Und eine ganz konkrete Frage ist sogar, was kannst du uns über die DESTINY-Breast04-Studie berichten? Also danke, es beweist wieder das, was ich auch immer sage. Menschen, die sich mit Brustkrebs auseinandersetzen oder auch Betroffene selbst, sind extrem gut informiert und extrem gut ausgebildet. DESTINY-Breast04 war gefühlt eines der Highlights auf dem großen Kongress. In der DESTINY-Breast04-Studie wurde eine ganz eigene Gruppe an Brustkrebspatientinnen eingeschlossen. Eine, die ich zuvor aus Komplexitätsgründen nicht erwähnt habe, aber dann muss ich das ganz kurz anreißen. Ich habe gesagt zuvor, es gibt HER2-positive und HER2-negativen Brustkrebs. Also dort, wo dieser Empfängerbaustein vorhanden ist und dort, wo er fehlt. Und das war auch die klassische Welt bis zur DESTINY-Breast04-Studie. Jetzt schaut die Welt anders aus. Es gibt nämlich eine Graustufe dazwischen. Es gibt also Menschen mit sehr viel von diesen HER2-Molekülen an der Zelloberfläche und Menschen, wo sie komplett fehlen. Aber dann gibt es auch Menschen, wo an der Zelloberfläche ein bisschen von dem HER2 da ist. Und bisher hat das überhaupt keine Rolle gespielt, weil es keine speziellen Medikamente gegeben hat, die genau da angesetzt haben. Und jetzt gibt es mit Trastuzumab deruxtecan, das ist eines dieser Verbindungen aus Antikörper und Chemotherapie, also dieser zielgerichteten Chemotherapie, Sie erinnern sich, die Chemotherapie im Rucksack des Antikörpers, eine Substanz, die genau bei diesen Menschen ebenso wirkt. Meistens sind das Tumore, die auch Hormonrezeptoren aufweisen und der neue Behandlungsstandard wird so aussehen, ich muss einschränkend dazu sagen, dass die Zulassung in dieser Indikation noch ausständig ist, aber der neue Behandlungsstandard wird so sehen, dass wir zuerst mit Antihormontherapie und den zielgerichteten Kombinationspartnern der Antihormontherapie behandeln, dann eventuell eine orale Chemotherapie durchführen ohne Haarausfall,
Beispiel wäre Capecitabine. Und dann stellt aber dieses Trastuzumab deruxtecan bei Menschen, wo eben ein bisschen etwas von diesem HER2-Baustein an der Zelloberfläche sitzen, eine ganz, ganz wesentliche Bereicherung dar, weil wir gesehen haben, es wirkt besser als konventionelle Chemotherapie. Es hat auch Nebenwirkungen, aber es hat nicht mehr Nebenwirkungen. Aber es wirkt so viel besser, was die Stabilisierung der Erkrankung anbelangt, dass es zweifelsohne einen neuen Standard darstellt. Vielen Dank. Und diese Daten sind ja international sehr, sehr viel beachtet gewesen und das wird eigentlich als weiterer Durchbruch in der Onkologie, in der Mama-Onkologie, aber eigentlich in der gesamten Onkologie gesehen, weil dieses neue Medikament und diese Medikamentenklasse auch sehr viel Potenzial bei anderen Tumorerkrankungen hat. Es gibt Fragen rund um die Bildgebung. Ist eine Ganzkörperszintigraphie als Nachsorge oder als Nachuntersuchung empfehlenswert? Wenn ja, in welchen Abständen? Das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Die Nachsorge ist ein bisschen eine problematische Tatsache, weil wir gerade bei einer Erkrankung, die so häufig ist und so viele Menschen, die in Nachsorge sind, eigentlich hier einen Widerspruch sehen. Wir wissen noch immer nicht, wie die optimale Nachsorge tatsächlich aussehen sollte. Ich glaube, im Vordergrund, und da sind sich alle internationalen Empfehlungen einig, steht die klinische Nachsorge, also die Frage, wie geht es Ihnen? Gibt es Nebenwirkungen der Therapie, die Sie gehabt haben? Gibt es Nebenwirkungen der laufenden Antihormontherapie? Nehmen Sie die Antihormontherapie ein? Muss man irgendetwas berücksichtigen, eventuell umstellen? Kann im Einzelfall Laboruntersuchungen machen, um zu sehen, ob noch Probleme von der Chemotherapie-Seite her bestehen. Mammographie, Ultraschall, gegebenenfalls MRT-Mammographie einmal im Jahr, gynäkologische Kontrolle üblicherweise einmal im Jahr. Aber in allen internationalen Guidelines wird von einer automatischen Bildgebung, CT von Lunge und Bauch, PET-CT, Ganzkörperknochenscan im Verlauf der Nachsorge ganz ausdrücklich abgeraten. Das heißt, bildgebende Nachsorge sollte nur erfolgen, wenn wir den Verdacht haben, oder wenn auf individueller Basis große Sorge vor einem Rückfall besteht. Eine allgemeine Empfehlung für eine bildgebende Nachsorge, CT, PET-CT, Ganzkörperknochenscan, die kann man nicht aussprechen. Vielen Dank. Zu deinen Ausführungen zum Trastuzumab deruxtecan ist noch eine weitere Frage gekommen. Du hast erwähnt, diese HER2-Low-Kategorie mit dem weniger HER2. Da ist die Frage, gilt das für HER2-Score 1 und 2 kreuzpositiv? Eine Frage, die wir im Taxi hier ja auch besprochen haben. Also kannst du vielleicht auch nochmal hier erklären. Ganz genau. Also auch da wieder Gratulation zur Frage. Das sind genau die Menschen 3 kreuzpositiv, das ist stark positiv und HER2-positiv damit. 0, das ist komplett HER2-negativ. Und bislang war 1 kreuzpositiv und 2 kreuzpositiv und keine Vermehrung der Gene, die verantwortlich sind für dieses HER2-Eiweiß, das galt bisher als negativ. Und jetzt sind 1 kreuzpositiv und 2 kreuzpositiv und eben keine Vermehrung der HER2-Gene. Sie erinnern sich, wir haben von jedem Gen 2 Varianten, eines von Mutter, eines von Vater. Also wenn nur 2 dieser Gene vorhanden sind, dann ist das HER2-low jetzt. Und wenn eine metastasierte Brustkrebserkrankung vorliegt mit so einem HER2-Low-Status, dann gibt es jetzt eben mit dem Trastuzumab deruxtecan hier eine ganz wesentliche neue Behandlungsmöglichkeit. Wie ist es mit duktalem und lobulärem Mammakarzinom? Das duktale Mammakarzinom ist sozusagen die klassische Form des Brustkrebs. Der Begriff ist verlassen worden. Es heißt jetzt No Special Type. Das ist die Hauptform des Mammakarzinoms. Duktal hat es deshalb geheißen, weil wir früher die Fantasie hatten, dass diese Form des Brustkrebs von den Milchgängen ausgeht. Und davon abgegrenzt gibt es das sogenannte lobuläre Mammakarzinom, wo die Idee war, dass das vom Drüsenkörper selbst ausgeht, weil es so diffuser wächst. Heute wissen wir, das stimmt nicht ganz. Das Geheimnis des lobulären Mammakarzinoms ist, dass es Oberflächenbausteine, die dazu führen, dass die Tumorzellen in der Umgebung angehaftet sind. Das Ekaterin, das es verloren hat und deshalb dieses diffuse, verbreitete Wachstumsmuster aufweist. Deshalb ist es auch oft in der Mammographie sehr schwer zu erkennen. Es ist die wesentlich seltenere Form, üblicherweise vom Aspekt her nicht so aggressiv, meistens stark hormonabhängig, aber oft so, dass bereits zu Beginn aufgrund dieses diffusen Wachstumsmusters
eine breitere Ausdehnung in der Brust gegeben ist und oft auch eine Lymphknotenbeteiligung. Wir sagen üblicherweise, Ansprechen auf Chemotherapie ist schlechter, Antihormontherapie steht da klarerweise ganz im Vordergrund. Das ist eine Frage, die passt hervorragend zu deinen Ausführungen. Nämlich ist bei so einem beim dichten Brustgewebe und vermutlich späterem lobulären Brustkrebs ein MRT statt der Mammographie eher empfohlen. Also wenn ein erhöhtes Risiko besteht, dann ja, dann kann man über ein MRT im Screening nachdenken. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist auch das, was Frau Professor Resch in ihren Ausführungen gesagt hat. Gut, wir sind schon am Ende der Zeit. Eine allerletzte Frage. Dann haben wir sogar geschafft, heute ausnahmsweise alle Fragen zu beantworten. Es ist im Jahr 2019 ein triple-negatives Brust-, also Mammakarzinom diagnostiziert worden. Wann darf man nach der Diagnose schwanger werden und wie wäre es mit dem Stillen? Ich würde 3 Jahre warten. Stillen ist ein Thema. Durch die Operationen der betroffenen Brust wird es wohl schwieriger sein. An der gesunden Brust würde ich persönlich kein Problem hier sehen. Aber ich würde 3 Jahre ab Diagnosestellung der Erkrankung warten. Schwangerschaft nach Brustkrebs steigert nicht das Rückfallsrisiko. Vielen Dank, Rupert. Vielen Dank für deine Ausführungen und auch die Beantwortung der Fragen. Wir sind am Ende der Veranstaltungsreihe, nicht nur des Moduls heute, sondern der gesamten Veranstaltungsreihe gekommen. Darf ich nochmal bedanken für die gemeinsame Organisation und das gemeinsame Hosten. Darf mich auch nochmal bedanken bei allen Vortragenden, Kolleginnen und Kollegen, dass die ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Nochmals auch mein Dank ans Ministerium für die Unterstützung und ganz besonders auch die Frau Magister Kröll, die uns organisatorisch unterstützt hat und das gesamte Team, das im Hintergrund dafür gesorgt hat, dass das alles funktioniert hat, dass die Kameras laufen, wann sie sollen, dass die Mikrofone aufgedreht sind und so weiter, auch wenn wir es mal zu spät nur ins Studio geschafft haben. Zum Abschluss noch einmal die Ankündigung, dass wir eine zweite Webinarserie ab September starten werden. Erstes Modul wird am 26.09. sein. Wir werden die Uhrzeit auf 18 Uhr verlegen, damit wir ein bisschen mehr Luft haben, es rechtzeitig ins Studio zu schaffen. Wird sich bis zum Dezember 2023 ziehen. Wir werden alle 2 Monate Webinarmodule, so wie Sie es gewohnt sind, abhalten. Brustkrebs wird eben auch Thema sein, aber auch andere Krebsarten, die bei Frauen vorkommen, wie zum Beispiel das Ovarialkarzinom, Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Zervixkarzinom und werden auch wieder versuchen, möglichst alle Aspekte zu erklären und abzudecken und werden hier wieder kooperieren mit Kolleginnen und Kollegen, die in den jeweiligen Fachgebieten sehr bewandert sind. Wir hoffen, Ihnen hat das Brustkrebsforum gefallen, hat Ihnen geholfen, haben Sie interessant gefunden. Und würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns wieder beim nächsten Webinarprogramm die Ehre geben und uns auch wieder folgen werden. Vielen Dank, schönen Abend und morgen einen schönen Feiertag.